Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind hier immer noch auf der Spur nach diesem komischen, ominösen Speer, diesem Erbstück von unserer kleinen neuen Freundin, die wir letzte Folge kennengelernt haben. War das gerade ein Grafikbug? Dein Ernst? Was ist das hier? Was ist das? Wo ist denn die Spur hin? Ach, die Spur geht hier hoch. Okay. Ich bin nervös. Ich bin auf jeden Fall nervös, weil wir gegen Plünderer kämpfen sollen. Und ich Plünderer nicht mag. Die haben uns schon mal getötet. Hä? Ist die Spur hier? Wo geht die Spur weiter? Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Die Spur des Plünderers. Hier ist kein... Doch. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich hoffe nur, dass wir ihn zuerst sehen, bevor er uns sieht. Das hoffe ich ihn ständig. Wir müssen hier hochgehen. Ja. Wie der Plünderer einfach hier hochgelaufen ist, der hätte einfach drüben mal ins Dorf marschieren können. Warum hat er das nicht getan? Versteht man noch nicht, wer diese Maschinen eigentlich steuert oder ob die einen eigenen Willen haben. Weil eigentlich, wenn man sich die Wächter ansieht, folgen die eigentlich nur Programmen. Also einer Aufgabe. So ein Wächter hat zum Beispiel die Aufgabe, quasi andere Maschinen vor Eindringlingen zu warnen und die gehen eigentlich nur ihren Kurs ab. Und hier gibt's Loot. Also, hat die Maschine irgendwer programmiert oder steuert die irgendwer? Das würde mich wirklich interessieren, weil die sehen mir im Moment nicht danach aus, als hätten die wirklich einen eigenen Willen. Die Spur also, endet hier. Bestimmt wird er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Also, wenn ihr dazu zu dem Thema Intelligenz der Maschinen irgendwas wisst, auf jeden Fall in die Kommis. Das würde mich mega interessieren. Ihr fährt eine Leserei des Todes. Unglaublich. Ich dachte gerade, hier brennt. Okay, da geht's hoch. Mal kurz durchscannen, ob irgendwas in der Nähe ist. Was ist das hier eigentlich? Okay, wir lassen uns einfach mal links liegen. Weil wir eine Mission haben. Ich sehe den Plünderer auch nicht irgendwie in der Ferne. Vielleicht ist er ja verendet. Oder quasi... Verblutet kann man nicht sagen bei einer Maschine, aber einen verspäteten Defekt hat der vielleicht. Ich meine, weil der Speer hat ja zum Schaden angerichtet in der Elektronik, denke ich mir. Lagerfeuer entdeckt, finde ich gut. Wo denn? Da unten, okay. Die Spur. Geht da hoch, okay. Hi, wie geht's dir so? Alles gut? Müssen wir nicht helfen? Ja gut, dann nicht, dann geh halt hoch. Alter, was ist das denn? Ist das dein... Okay, ich komme da auch hoch. Ich dachte gerade, du bist Superman. Hi. Ja, hi. Hi. Hier ist kein Plünderer. Da ist aber ein Lagerfeuer, was wir gerne mitnehmen, wo wir gerne schnell speichern. Easy. Okay. Wie weit geht's denn hier noch? Es wird doch lustig, dass hier komplette Schneegrenze ist. Seht ihr das? Komplette Schneegrenze. Aber ja, ich beklag mich mal nicht. Da oben. Plünderer. Ist das die einzige Maschine? So, jetzt hole ich mir den Speer. Na gut, geh halt. Ist okay. Oh Scheiße, sind Wächter. Mann! Hättet ihr nicht hier bleiben können und hier kämpfen? So ganz one-on-one, klassisch. Nee, kann er nicht. Da muss ich seine Kumpels zur Hilfe holen. Da komm ich hoch, ne? Alter. Wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen einfach eine Strategie. Wir haben einen Wächter. Wir haben einen Plünderer. Wir haben einen zweiten Plünderer.
Am dritten Plünderer? Was? Wie soll ich gegen drei Plünderer kämpfen? Das hat schon nicht funktioniert. Habe ich was gegen eine erhöhte Position? Guck mal auf die Karte. ich kann da nicht einfach ins Getümmel laufen, das funktioniert nicht. Ich hoffe mal, das gilt als hohes Gras. Das gilt nicht als hohes Gras. Das gilt auch nicht als hohes Gras, ne? Okay. Das gilt als hohes Gras, ne? Hä, das gilt nicht als hohes Gras? Ich bin nicht versteckt, ernsthaft? Hallo? Ja, komm. Ich glaube, die fangen mal extra her. Dann kann ich, wenn nötig, auch runterspringen. Kommst du mal bitte her hier? Damit ich dich weghauen kann. Und dass die anderen... Alter. Haben das die anderen gesehen? Ich dachte, der deckt mich nicht so schnell. Oh Scheiße, da kommt noch ein... Aber wenn nur der eine kommt, habe ich leichtes Spiel. Wenn die Plünderer mitkommen, habe ich ein Problem. Komm doch. Komm doch. Komm doch. Ja, komm doch. Komm rein. Komm her. Ja, komm doch. Um die Ecke. Ganz um die Ecke, bitte. Oh, Scheiße, jetzt kommt der. Versucht ihn runterzulocken. Dann kommt er ja mit. Alleine. Der alleine hat anscheinend keinen Bock. Jetzt komm doch runter. Ich kämpfe nicht gegen euch drei gleichzeitig. Das könnt ihr vergessen. Ja, komm doch. Komm runter. Komm doch. Komm doch. Nachcraften. Alter! Meine wenigstens kriegen die Schaden. Das ist ja schon geil. Was ist das denn? Der erste ist fast down. Der erste ist down. War das denn vielleicht der richtige? Oh! Gib mir eine Beere. Ich bin gerade so mega concentrated. Nahkampf, Baby! Alter, was ist das denn? Der mit dem Speer ist natürlich der letzte Wetten. Ja, natürlich, was sonst? Alter, das bockt so extrem, ne? Was? Wow! Na komm doch her! Aber Nahkampf! Alter, Nahkampf ist so fucking OP! Wie OP ist denn bitte Nahkampf? Alter! Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Ich hab keine Munition, muss nachcraften. Ich hab nichts zum Nachcraften. Nachcraften. Oh, ich hatte auch immer... Alter, das ist... Das war zu intens. Ich meine, es geht auch Freestyle, das haben wir gerade gesehen, aber... Ich meine, wir haben hier eigentlich ganz gut gearbeitet, indem wir die zwei hier ausgeschaltet haben, aber dann wurde der eine auf uns aufmerksam und das war dumm. Egal. Egal. Es ging ganz gut am Ende.
Oh. Auch ja, alle Metallscherben hier mitnehmen, weil das ist ja quasi die Währung hier im Game, habe ich so mitbekommen. Also so ist es jedenfalls gewesen bei dem einen Tutti, wie hieß er, den Cast, glaube ich. Bei dem hat man ja mit Metallscherben bezahlt. Ich nehme mal die Beere. Ja, heil dich mal bitte voll, Eloy. So, okay. Kann ich jetzt eigentlich ins Inventar gucken und... Nee, ich sehe sie nicht. Spezialobjekte vielleicht? Okay, man kann ihn nicht ausrüsten. Okay. Okay, dann machen wir's. Aber wir haben jetzt auch eindeutig gesehen, dass wir auch Freestyle-technisch gegen solche größeren Maschinen bestehen können. Das ist schon ganz cool. Das finde ich gut. Nee, wir gehen querfeld ein. Ich gehe nicht den Weg entlang. Ich bin Master in diesem Spiel. Easy. Ein bisschen Fleisch, falls wir irgendwer wieder ernährt werden will von uns. Grata beispielsweise. Ich meine, hat man eigentlich ein Inventarlimit? Ja, ne? Aber ich glaube, man verkraftet das so schnell, dass es... Brutan, ich lass dich leben. Schön. Also das war schon Action. Das war schon deutlich Action. Finde ich schön. Also das muss auch mal sein. Also ich liebe eigentlich diese Spiele, wo man selbst entscheiden kann, wie man kämpft. Weil man hätte ja auch deutlich strategischer folgen können. Aber ich bin auch einfach der Typ, der... Wer ist der? Ich würde nicht sagen, ohne nachzudenken, aber ohne viel nachzudenken. Irgendwie in den Kampf stürmt und sagt, ich bin da, ich mach Freestyle und... Mal gucken, was daraus wird. So ein Typ Kämpfer bin ich. Finde ich schön so. Hä, wo ist er denn? Nee, da ist er nicht weiter. Noch 390 Fußstapfen. Okay. Moment, später, ich weiß ja, dass man später Maschinen kontrollieren kann. Also quasi dann das Reittier nutzen. Aber kann man die dann wirklich als Reittier nutzen, so zu sagen, man hat sie gezählt und man nimmt sie immer mit? Oder muss man die immer wieder extra ziehen? So viel zum Thema Reittier. Das war. Also jetzt fühle ich mich auch deutlich gewappneter, um diese Hauptquest weiterzuführen. Ich meine, das ist schon nur die erste Quest der Hauptquest. Das ist ja das Epische an der ganzen Sache. Na, das lasse ich auch leben. Das bedeutet ja, dass wir nur quasi die ganze Zeit, also die ersten 5 Folgen hier schon. 5. Folge ist es, ja? Ne? Doch. Oder ist es die 6.? Ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Ich bin übrigens... Das ist erst die 2. Aufnahmesession, Leute. Also... Wenn ihr mir irgendwie Tipps in die Kommentare schreibt oder so und ich die nicht sofort umsetze, dann liegt es nicht daran, dass ich die Kommentare nicht lese oder so, sondern einfach, dass ich am Vorproduzieren bin. Ich nehme meistens so um die 3 Folgen in einem Stück auf. Ich meine, jetzt, wo ich das... Okay, jetzt nehme ich eigentlich ein bisschen länger auf. Jetzt, wo ich das hier aufnehme, gerade ist die 2. Folge gerade online, glaube ich. Sollte gerade online sein. Wenn alles so klappt mit dem... automatische Freischalten der Folge. Stimmt mal schon. Okay, davon sind wir ja schon. Sehr schön. Da sei Dank, Aloy ist zurück. Mit dem Speer. Kann ich das entzünden? Achso, das war schon entzündet. Achso. Hi. Natürlich bin ich hier. Ich bin der Neue. Oder die Neue. Hi. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Jo. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Oh, deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Passt es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Null Problemo. Oh, schön. Quests. Haben noch eine Nebenquest? Wir haben noch eine Nebenquest. Wollen wir die nicht auch noch... Ne, komm. Die Vergessene. Komm, die machen wir auch noch schnell. Die machen wir noch schnell und danach machen wir die Hauptquest weiter. Dann haben wir nämlich das auch noch abgehakt. Wir müssen wohin?
Da entlang. Begib dich zu Broms Lager. Auf der Karte ist das wo? Ach du Scheiße, was? Wie weit ist das denn? Okay, wir haben ein weites Stück. Okay, ist okay, finde ich gut. Obwohl es ist Tag, da sind Maschinen ziemlich aktiv. Stimmt eigentlich die Vermutung, die ich habe, dass Maschinen tagsüber aktiver sind wie nachts? Mutterherz. Okay. Habe ich was zu nachcraften? Oder sind wir voll? Ja, ich weiß, dass ich das die ganze Zeit aktualisiere. Tut mir leid. Komm ich hier hoch? Eloy? Ja, siehst du mal. Doch nicht. Kann ich mal durchscannen. Das ist... ein Kaninchen. Was ist das? Ein Wildschwein. Was ist das? Ein Wildschwein. Ach, die Wildschweine sind mir sympathisch. Komm ich doch hoch, oder? Nice. Doch, die sind ein bisschen weiter oben unterwegs. Da ist ein Slackline. Guck mal an. Geilo. Schön. Von hier oben. Gibt's hier nicht irgendwas? Läufer oder so? Schön. Finde ich schön, dass wir das gerade entdeckt haben. Also ich bin gern ein bisschen erhöht unterwegs, weil man da einfach Vorteile hat, falls einem irgendwas angreifen will. Deswegen haben sie das auch gebaut. Also die werden schon gewusst haben, warum. Das ist immer. Ein Plünderer. Und? Noch ein Plünderer. Geilo. Den müssen wir vorbei. Ich werde mal versuchen, zu die Berge mich zu flüchten. Einfach weil es geht. Es geht auch einfach. Schön. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Hier ist der Wasserlauf. Wäre ich jetzt offline, würde ich den Wasserlauf bis nach da ganz oben folgen. Aber nee, wir sind hier gerade in der Aufnahme, das mache ich nicht. Gibt es einen Fluss? Das ist wahrscheinlich, weil ich am Boden stehe. Würde ich davon treiben? Treibe ich jetzt davon? Ja, ups, ich treibe davon. Oh, scheiße, ich treibe davon. Oh, scheiße. Nein. Eloy, schwimm, schwimm, schwimm. Ich dachte, ich treibe nicht davon, aber da ist ja doch eine Schwimmung. Okay. Ich teste gern Spiele auf solche einfachen Sachen. Eloy, du kannst da doch... Kannst du da? Du kannst da hoch, oder? Also mach mich jetzt nicht schwach. Also da kannst du auf jeden Fall hoch. Okay. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich bin schon so ein kleines Springensfeld, ne? Aber hier oben sind wir deutlich sicherer wieder unten. Wir müssen auch nicht jede Maschine angreifen, die so dem Weg läuft. Die sollen ja auch ein bisschen ihre Daseinsberechtigung behalten. Weil es auch schön der Ausblick darunter. Seht euch das mal an. Man muss auch einfach die Spielemacher einfach mal loben für dieses grandiose Setting. Das ist einfach mal so episch, diese Grafik. Gönnen wir uns einfach mal den Rundumblick. Schön. Schön, schön, schön. Ich genieße das gern. Ich bin schon so eine kleine Grafikhure. Muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen. Eloy! Mach keinen Scheiß jetzt! Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Kommen wir wirklich nicht. Ich wollte euch gerade loben, dass ich über die Berge gehen kann. Oder nicht? Wenigstens kommen wir hier runter, ohne einen Fallschaden zu sterben. Das ist aber manchmal auch ein bisschen kritisch. Ja, ich versuche überall hochzukommen, Leute. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Der Plünderer kann mich mal. Ja, man könnte auch den Weg entlang gehen, aber nee. Nee, warum? Ich gehe viel lieber querfeldein und guck mir die Welt an. Einfach die schöne Landschaft. Und gehe nicht irgendwie auf einem Weg. Da sage ich und gehe gerade auf einem Weg. Gut. War nicht geplant, aber egal. Wenn der Weg schon da ist, nehmen wir natürlich. Schön. Was ist das für ein Häuschen? Komm, wenn wir schon auf dem Weg sind, gehen wir doch rein, oder? Man kann da bestimmt rein, oder? Puh! Da hakt dich halt nicht dran fest. Wie komme ich denn hier hoch? Ja, hier komme ich rüber. Wie komme ich denn da hoch? Ja, die Slackline ist auch ganz schön, aber wie komme ich denn hier...
muss doch irgendwo hochkommen. Braucht mir nicht erzählen, dass ich hier nicht reinkomme. Hey Leute. Hier kannst du hoch. Okay. Da, wie komme ich da rein? Willst du mich verarschen? Willst du mir sagen, dass ich da nicht rein kann? Mal ganz logisch denken. Wie geht man in so ein Baumhaus rein? Was ist, gibt's eine Leiter? Kann ich hier außen vielleicht? Ich sehe hier auch kein gelbes Symbol, dass wir hier raufklettern können. Ist auch vielleicht nur ein Unterstand. Das kann natürlich auch sein. Kann das sein, dass es nur ein Unterstand ist? Okay, wir nehmen jetzt einfach mal das Unterstand hin. Ja. Müssen wir da rüber? Ja, ne? Müssen wir. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Ach, wir haben doch eine gute Rüstung. Das sollte uns eigentlich warm halten. Woraus besteht das eigentlich? Aus kaltem Metall. Hält uns bestimmt warm. Oh, shit. Aber wie sich auch die ganze Landschaft einfach mal so abrupt ändert. Ist eigentlich so ein bisschen unlogisch, aber egal. Pilze in der Stehlandschaft? Das ist noch mehr unlogisch. Okay, wir sind hier in einem deutlich anderen Gebiet. Also scanne ich hier mal durch, ob hier vielleicht auch andere Maschinen sind, was unsympathisch wäre. Warum ist auch so ein Wasserfall, der hier runterläuft? Da ist ein Fisch. Eine Forelle. Gibt's Fisch in dem Spiel? Also man kann den Fisch töten. Gibt der jetzt Fisch oder gibt der Fleisch? Das sind so Details, auf die nur ich gucke, ne? Das ist unglaublich. Forelle. Gibt reichhaltiges Fleisch. Okay. Liebe Horizon Zero Dawn Entwickler, da habt ihr ein bisschen gepusht, ne? Eigentlich müsste das Fisch geben. Fisch ist kein Fleisch. Auf solche geilen Details achte wirklich auch nur ich. Und sammle Reinholz. Ja, das sammeln wir auch. Lustig ist ja auch, dass wir die Quest nebenbei auch so machen. Auch wenn wir eine andere Quest gerade verfolgen. Ist das auch Reinholz? Ist das auch Reinholzmesser? Nein, ist es nicht. Das brauche ich später noch. Aber das ist eine heilende Beere. Was auch ganz nice ist. Was bist du? Ein Truthahn. Dich lasse ich leben. Können Truthähne nicht fliegen? Wollte ich erst auch Hahn. Oh! Fick dich! Bin ich hier versteckt? Nee. Das sind zwei. Finde ich nicht gut. Gehen wir mal außen rum. Oder besser schleichen wir uns mal außen rum. Hätte ich da jetzt so einen schönen Busch, wo ich mich reinducken könnte? Ja. Wo gibt's da einen Busch? Ja, hier gibt's einen Busch. Das muss Brooms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Das sind hier nur Wächter, dann ist es easy. Und reinducken wieder, und reinducken wieder. Hab ich nicht gesehen, finde ich gut. Easy. Ich finde das Prinzip mit dem Reinducken und Ranschleichen richtig gut. Finde ich nice. So, das ist Brooms Lager. Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Kohle, Holz, Asche, kürzlich gelöscht. Okay. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Okay, das heißt, er ist nicht tot. Das heißt, er sollte noch am Leben sein. Okay, dann folgen wir der Spur mal. Guck mal auf die Aufnahme. Wir folgen der Spur in der nächsten Folge. Ja, wie schnell die Zeit einfach in diesem echt nicen Game verstreicht. Das ist unglaublich. Aber sei es drum. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Morgen um 15 Uhr sehen wir uns wieder. Ciao, Leute.